Promi-Geflüster, heute wieder mit einer ganz kriminaltechnischen Folge, sage ich jetzt mal. Wir haben wieder Krimi-Zeit, denn im September, da ist die Sommerpause vorbei im ZDF und es starten wieder sämtliche Soko-Serien. Die gehen wieder an den Start mit neuen Folgen, auch die Soko Leipzig. Die wird, wenn ich es jetzt richtig drauf habe, am 8. September, glaube ich, mit der ersten Folge wieder an Start gehen, aber das kriegt man nachher alles raus. Den jüngsten Kommissar sozusagen im Team, also der, wo am kürzesten dabei ist, den habe ich heute bei mir im Interview. Das ist der Johannes Hendrik Langer und dazu sage ich erstmal Hallo und guten Tag. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Bitte, sehr gerne. Also wie gesagt, neue Folgen gehen wieder an den Start. Hast du das Datum genau drauf, wann es wieder losgeht? Einen Tag später. Wir kommen immer am Freitag, 21.15 Uhr, 9.9. ist das dann, ne? Genau. Okay. Ja, okay, genau. Dann habe ich mich um einen Tag vertan. Ja, genau. Und dann sind es, glaube ich, 28 Folgen, die Tour durchgehen. Ich glaube, das ist ein großes Pensum, dass man da so abdrehen muss, das Jahr über, oder? Ja, absolut. Ja, fangen wir mal ein bisschen vorher an, deinen Werdegang, wenn Wikipedia nicht lügt, am 1985 in Kiel das Licht der Welt erblickt, also ein richtiges Nordlicht. Genau, ich bin in Kiel geboren und habe dann da aber nie gelebt, sondern ich bin in Schleswig-Holstein groß geworden, in einem kleinen Ort, der heißt Bordesholm, zwischen Neumünster und Kiel. Irgendwo im Nirgendwo und bin dann irgendwann in den Speckgürtel Hamburgs gezogen, habe da Abitur gemacht und bin da dann auch zur Schauspielschule gegangen, bevor ich dann nach Berlin gekommen bin, ans Theater. Und da war ich 10, 11 Jahre fest im Engagement. Genau. Dann lese ich gerade auch hier Unsorgtheater. Ich denke mal, das ist auch eine tolle Erfahrung gewesen. Hast du Heidi Kabel noch kennenlernen dürfen, aktiv? Nee, meine Großmutter tatsächlich, also ich komme aus so einer niederdeutschen Theaterfamilie, so grob. Das niederdeutsche Theater ist in Schleswig-Holstein relativ groß und mein Opa hat tatsächlich hatte die Erlaubnis, als, wenn ich richtig informiert bin, als erstes Theater nach dem Krieg wieder aufzumachen im britischen Sektor, war das in Kiel und das war das Theater am Wilhelmplatz und das war damals noch ein Berufstheater, soweit ich weiß, die niederdeutsches Theater gemacht haben. Also im Endeffekt wie das Unsorg, was der Bundesdeutsche vom Unsorg-Theater kennt, ist ja immer nur die Fernsehaufzeichnung, die dann versucht wird, auf Hochdeutsch zu spielen tatsächlich. Also das ist dann Hochdeutsch, auch wenn das stark Dialekt gefärbt ist und natürlich auch viel niederdeutsche Begrifflichkeiten mal so drin hat. Ja, so Unsorgtheater, du hast gerade gesagt, auch Fernsehaufzeichnungen, das war früher in den 70er ja wirklich ein Highlight, immer noch im deutschen Fernsehen. Ich glaube, zum Teil war es auch sogar live, ich weiß gar nicht mehr. Unsorgtheater, dann auch Komödienstadel aus dem Bayerischen, also das waren schon immer Highlights oder auch Willi Milowitsch. Ne? Genau, genau. Ja, das war so eine ganz schöne Kultur. Ich gucke es auch immer noch gerne. Also wenn es dann mal irgendwie im NDR nochmal irgendwie Tratsch im Treppenhaus kommt oder sowas ganz Altes mit Heidi Kabel, das ist für mich so ein Stück Kindheit. Also das habe ich immer mitgeguckt. Definitiv, definitiv. Und irgendwie ist das Ganze ja ein bisschen leider verloren gegangen. Also man hat auch keinen so einen Bezug mehr zu so einer Stadt, denke ich immer wieder. Früher waren es ja wirklich dann die Volksschauspieler, wie man so schön gesagt hat. Ne? Da haben wir da wirklich noch einen Bezug. Köln wusste man, Hamburg, Berlin, wie auch immer. Ne? Genau. Ja, ich glaube, das sind so Zeiten und auch so Ikonen, die dann verschwinden. Dafür kommt dann was Neues. Also ich bin gespannt, worüber meine Kinder dann später sagen werden, das war doch toll, das war so typisch für meine Kindheit, sowas gibt es heute gar nicht mehr. Und dann denkst du, guck mal. Ja. Gut, damals hatten wir auch bloß 3 Programme mehr oder weniger und heute ist ja eine Allerdings, Flut. Ja, ARD, ZDF, N3 hieß das damals auch und RTL hatte ich sehr grisselig, also ich hatte so ganz viel Schnee. Ja, bei uns war es ja im Süden, da wo ich ja zu Hause bin, Südwestfernsehen und wenn es mal gut war, dann empfangen die Schweiz dann noch. Ja. Hat man so ein bisschen rübergehorcht in den Süden. Genau. Naja. So,
Aber nichtsdestotrotz, ich meine, wenn man jetzt auch so ein bisschen deine Vita anschaut, es war doch sehr viel Theater, was du bislang gespielt hast und auf den Theaterbühnen gestanden bist. Fernsehen kam wann? Wann hat's da, ging's da los? Na, ich habe immer so ein bisschen gedreht, also so ganz, ich glaube, das erste Mal habe ich gedreht, da war ich weiß es gar nicht genau, auch so 14, 15 oder so, dass ich das erste Mal vor der Kamera stand. Das war aber wirklich so ganz kleine Episodenrollen, auch in so, ich glaube, Rettungsflieger war das allererste, was ich gedreht habe, auch eine ZDF-Serie damals super erfolgreich im Vorabend. Und das habe ich auch mehrmals gemacht. Und dann war ich bei den Kindern vom Alstertal und bei den Pfefferkörnern. Also so Sachen, die man als Jugendlicher so im ZDF irgendwie so mal mitmacht. Und da konnte ich so ein bisschen ausprobieren. Und es ist natürlich alles total furchtbar gewesen. Also wenn ich mir das jetzt so angucke, denke ich so, oh Gott, was hat man da getan? Es gibt so Leute, die sind, glaube ich, so naturbegabt und können das so ganz authentisch von vornherein spielen, auch als Kinder und Jugendliche. Wenn ich mir das so angucke, denke ich so, nee, das trifft auf mich nicht so zu. Aber irgendwie bin ich dafür genommen worden, wie auch immer. Genau, und dann war der Wunsch da, dass ich auf jeden Fall Schauspieler werde. Meine Schulnoten haben jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Spielraum für was anderes gelassen. Und dann dachte ich, ich probiere das jetzt einfach aus und dann hat es geklappt. Und dann bin ich tatsächlich ans Theater gekommen und so diese ganze Phase habe ich überhaupt gar nicht gedreht. Also Abitur, Schauspielschule, das war irgendwie so schwierig, da irgendwie was zu machen. Und dann habe ich wieder angefangen, so während des Festengagements nebenbei halt noch zu drehen. Aber das ist auch super krasses Pensum. Also wir haben wirklich, ich habe teilweise in einem Jahr 6 Premieren gehabt. Also da bist du wirklich Oberkante, Unterkante voll mit Texten, mit Stücken. Ich habe teilweise im Repertoirehaus 10 Stücke parallel gespielt. Und das, ja, da bleibt dann wenig Zeit für Dreharbeiten, beziehungsweise es ist ganz schwer mit den Produktionen das so zusammen hinzukriegen, dass man da terminlich zusammenkommt. Und dann habe ich genau über so Episodenrollen wieder angefangen zu drehen. Und jetzt ist es halt natürlich überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was ich jetzt mache. Also jetzt ist es, früher war es so, oh, ich habe ein paar Drehtage. Es war so als Schauspieler, also man ist super finanziell immer am Existenzminimum eigentlich, also vor allem am Theater. Und wenn man dann ein paar Drehtage hat, wo man ein bisschen richtiges Geld mal verdient, das ist schon was ganz Besonderes. Und jetzt lebe ich gerade in einer Zeit, wo ich denke, oh Gott, Gott sei Dank, nächste Woche habe ich mal irgendwie einen Tag, wo ich nicht am Set stehe. Also es ist ein wahnsinniges Luxusproblem und für mich ein wahnsinniges Trainingslager, da jetzt ja ganz viel zu lernen. Also ich treffe ganz viele Kollegen, das ist ganz fantastisch. Es kommt ja in jeder Folge kommen ja neue Charaktere dazu, Richtig. dass meistens auch gestandene Schauspieler sind oder junge Leute und du kannst irgendwie von allen was mitnehmen und viele kenne ich dann auch noch aus Berlin und habe schon mal da mit denen zusammengearbeitet oder hier. Und das ist total toll, ja. Super. Ja, und dann natürlich Soko Leipzig. Sie sind jetzt schon 20 Jahre am Start, ne? Schon drüber fast, ne? Also sind schon ein bisschen wieder plus, 20 Voll, plus. voll. Wobei man Zweieinhalb auf die eigentlich, 25, du. genau, wobei man eigentlich in der letzten Staffel schon gedacht hat, jetzt hört's auf, ist ja fast die ganze Abteilung aufgelöst worden, ne? Geschlossen worden, ja. Das war dramatisch. Ja, aber man sieht, die Abteilung wurde nicht aufgelöst, sind neue Folgen da und es geht nahtlos weiter mit spannenden Fällen. 9. September 20, nee, 21:15 Uhr, ihr seid ja immer später dran, genau, im ZDF dann unbedingt einschalten. Genau. Na? Darf man schon ein bisschen was verraten, was in der ersten Folge den Zuschauer erwarten wird? So ganz, ganz grob. Ja, absolut. Es geht um Missbrauch eines Jungen. Genau, wir finden am Starnthaler See in Leipzig eine Leiche am Wasser und es ist völlig unklar, ob die Zeugin die Täterin ist oder wer da eigentlich
was wie gemacht hat. Ist alles ziemlich verworren und da kommt ein Kind ins Spiel und man weiß nicht, was ist dem Kind passiert, was hat die Zeugin damit zu tun, die den Toten gefunden hat, aus welcher Richtung genau geht es da los. Ich stotter so ein bisschen, weil das tatsächlich eine Folge ist, witzigerweise, die noch zur alten Staffel eigentlich gehört. Die ist so ein bisschen hinten übergefallen, weil das ZDF dann, glaube ich, Handball übertragen hat oder so und wir eine Folge tatsächlich streichen mussten aus dem Sender, aus der Sendereihenfolge. Deswegen ist das tatsächlich schon extrem lange her, gefühlt. Okay. Deswegen habe ich den Plot bei 28 Folgen. Wie gesagt, da kann man schon mal so ein bisschen durcheinander kommen. Aber genau, darum geht es in der Folge. Es ist eine sehr schöne Folge, wo man auch, glaube ich, über meine Figur so ein bisschen mehr erfährt, weil das so als Neuer ist es ja immer noch, ja, immer noch spannend für den Zuschauer. Was ist das denn eigentlich für ein Typ und wie doll kann man dem Moritz Brenner denn jetzt vertrauen? Weil ich habe natürlich schon einen großen Vorsprung. Wir produzieren ja teilweise 1,5 Jahre vor. Das heißt, ich Okay. bin schon seit über 2 Jahren hier am Drehen, aber für den Zuschauer bin ich natürlich immer noch ganz frisch dabei und ich weiß natürlich Genau. schon viel mehr. Genau, da ging es ja letztes Jahr erst los. Und wie gesagt, hier der Moritz Brenner, der hat ja wirklich auch ein bisschen eine schwierige Vergangenheit, auch mit seinem Bruder damals, wie es losging. Das war ja gleich so ein bisschen auch etwas kriminell. Und dann ist Ja. Team natürlich immer sehr vorsichtig, wie ist der Neue und so weiter. Ne? Das ist klar, wie Ja, da überall. gibt es auch nochmal eine Bewährungsprobe. Also der Bruder kommt nochmal vor. Also der sitzt ja Okay. aktuell noch in Urhaft und Richtig. der kriegt noch einen Prozess. Und dann wird sich die Geschichte, glaube ich, dann nochmal ein bisschen neu aufdröseln und vielleicht der Zuschauer nochmal ein anderes Vertrauenspaket für Moritz Brenner zusammenschnüren. Okay. Ja, wenn du sagtest, du bist jetzt hier gerade seit 2 Jahren schon dabei, ich glaube, das war dann auch gerade so die Corona-Zeit, wo es an den Theatern irgendwie gar nicht mehr so richtig voranging. Da war ja das eigentlich gerade ideal, oder? Voll. Ja, das war total absurd. Also 2020, wo jeder irgendwie einen Job gesucht hat, habe ich meinen festen Job am Theater gekündigt. Das war schon eine absurde Situation. Das hat sich auch ewig hingezogen, auch gerade wegen Corona, weil natürlich so ein Live-Casting, die Soko hatte unterbrochen zu drehen und sie suchten einen neuen Kommissar und ich glaube, es war schon die zweite Runde und man war sich noch nicht ganz sicher und ich war überhaupt gar nicht in der ersten Runde, war ich gar nicht mit auf dem Tableau. Also das kam so in der zweiten Runde, kam ich erst dazu. Es hätte also auch gut was anderes werden können. Und ja, dann zog sich das ewig hin, weil die Kollegen dann wieder angefangen haben zu drehen. Dann musste man natürlich aber ganz, ganz doll vorsichtig sein, weil man die Dreharbeiten nicht gefährden wollte. Gleichzeitig muss man natürlich auch ein Live-Casting machen. Also für die Zuschauer, die nicht wissen, wie das so funktioniert mit den Castings. Heutzutage ist das so, dass wenn eine Rolle gesucht wird, gerade für so eine große Sache, sucht man erstmal deutschlandweit. Und die kann man natürlich nicht alle nach Berlin einladen und mit denen da eine Stunde Casting machen, sondern eigentlich läuft es immer so, dass man ein Self-Tape macht oder ein E-Casting und es einmal selber aufnimmt, den Text, den man gekriegt hat, man spielt es mit einem Spielpartner durch oder nimmt den Gegenpart selber auf und genau, dass man erstmal, dass die Produzenten erstmal sehen können, ah, das ist so ein Typ, nee, den wollen wir nicht oder ah, gar nicht so uninteressant, den schicken wir mal eine zweite Runde. Und dann wird man also eingeladen für ein Live-Casting. Und genau, diesen Termin zu finden, war unglaublich schwierig. Und der wurde dann gefunden, glaube ich, am Pfingstsonntag in Berlin. So, weil es die einzige Möglichkeit war, für alle zusammenzukommen, weil das ja auch immer eine Truppe ist, die schwer zusammenzukriegen ist. 4 Leute, die ja auch andere Verpflichtungen haben. Und genau, das hat dann geklappt. Und dann war es tatsächlich an meinem Geburtstag, dass ich dann das Okay gekriegt habe, dass ich das machen kann. Ja, Und das das ist dann. natürlich erstmal so ein Mega-Ding, weil sich dann natürlich das ganze Leben erstmal ändert. So, ich Na habe Familie, klar. ich habe 3 Kinder. Stellt sich natürlich die Frage, okay, wie machen wir das jetzt von Berlin aus? Ziehen wir jetzt alle nach Leipzig oder bleiben wir hier und ich komme nur am Wochenende nach Hause? Oder wie viele Drehtage sind denn das eigentlich? Und wie viel bin ich denn eigentlich weg? Und man weiß das gar nicht so richtig einzuschätzen. Und da gab es ja erstmal viel zu organisieren, aber vor allem erstmal zu sagen am Theater, ich bin dann mal weg. Das war komisch. Also nach 11 Jahren
glaube auch ich, mit ne? vielen Kollegen zusammen zu arbeiten, mit denen man seit Jahren zusammenarbeitet, dann zu sagen, ich glaube, ich muss mal was anderes machen, was ja auch völlig legitim ist in unserem Job. Aber ja, das war schon ein großes Ding. Ja, definitiv, das glaube ich, genau. Und jetzt mittlerweile in Leipzig, oder? Genau, Angekommen. wir haben uns dazu entschieden, zusammen hierher zu kommen. Mein Großer kam parallel dazu, wäre in Berlin in die Schule gekommen. Und dann haben wir gesagt, also wenn wir den Umzug machen, dann machen wir es jetzt. Und dann sind wir wirklich eine Woche vor Schulbeginn hier in Leipzig eingetroffen, haben noch einen Platz gekriegt und ja, es war alles sehr Prima, prima, spontan. prima. Und man muss ja sagen, Leipzig hat sich eigentlich nach der Wende auch sehr, sehr gut entwickelt irgendwo, ne? Ich weiß nicht, ich war vor der Wende nicht hier. Nee, aber Aber man hat's ja so mitbekommen, wie es nach der Grenzöffnung gewesen ja sein war. muss, ne? Ja, Ja, genau. Da war ja ich noch glaube, vieles also im Argen. Da war ja noch vieles ich im finde es Argen und jetzt, wundervoll. ne, definitiv. Also ganz toll. Also gerade für Familien, hier haben sie um Leipzig rum gibt es ganz viele Seen mittlerweile, die ganz frisch sind, weil da, glaube ich, viel Kohle abgebaut wurde und da ganz viele Gruben einfach in Seen und Wald und Naherholungsgebiete umgewandelt wurden. Und das ist also für eine Familie super. Also vor allem, wenn man aus Berlin kommt. Manche Leute haben in Berlin vielleicht den Luxus, dass sie schnell an einem See sind oder auch an einem schönen See sind. Wir hatten das jetzt nicht unbedingt, weil wir auch nicht so wahnsinnig mobil waren. Und das ist hier wirklich, also fantastisch. Also lebensqualitätsmäßig gerade für die Kinder ist es schon toll. Prima. Die Kollegen sind jetzt alle noch im Urlaub. Ihr fangt irgendwann jetzt wieder mit Drehen an, oder? Ja, genau. Wir fangen nächste Woche tatsächlich wieder an. Wir haben noch 2 Drehtage nachzuholen, weil wegen Corona dann immer mal wieder Unterbrechungen stattfinden oder man nicht was fertig drehen kann, was man gerne fertig gedreht hätte. Da haben wir noch 2 Tage aus dem letzten Block, aus der letzten Folge noch nachzuholen. Und dann, genau, geht es schon wieder los mit 4 spannenden neuen Fällen, die wir anfangen zu drehen jetzt von September bis Oktober. Wie lange braucht man denn so für eine Folge, bis die ungefähr, also so plus minus Drehtage, bis die fertig ist für euch als Schauspieler? Na, ist schwer zu sagen, weil wir vieles parallel so ein bisschen drehen. Also es ist teilweise so, gerade wenn wir im Soko-Büro die Szenen drehen, dass wir dann eine Szene aus der Folge drehen, dann eine Szene aus einer anderen Folge, dann Okay. nochmal die Folge. Also so, da, Nicht das ist ganz schwer zu sagen. chronologisch, ne? Nicht Ja, ganz. genau. Ich glaube, wir haben irgendwas zwischen 6 und 7 Drehtagen für eine Folge. Okay. Das ist nicht viel. Ich glaube, Ja. 7,2 oder so. Es wird so ganz komisch gemessen. Ja, genau. Ja, Also wir kommen ganz gut mit 6 Wochen aus für 4 Folgen ungefähr. okay, gut. Ja, gut, klar. Das ist natürlich schon spannend, ja. Und Ja, ist ein krasses Pensum, ja. wie lange geht der Drehtag so? Das in der Regel morgens, wann geht's los? Na, für die Mädels meistens ein bisschen früher, weil wir schneller in der Maske fertig sind. Okay. Wir Jungs, wir kommen dann immer so eine Stunde später, so morgen. Aber wir fangen ja auch nicht immer alle gleichzeitig an. Und wir sind auch nicht immer alle den ganzen Tag dran. So, das muss man auch dazu sagen, weil nicht immer alle am gleichen Drehort sind und oder gleich lange. Aber so, na, so 10 Stunden geht das schon so in der Regel. Okay. Ja, doch einiges, was da so Vor allem, weil man zusammenkommt. ja zusätzlich noch Text lernen muss und vorbereitet sein muss. Also wenn man so ein paar Drehtage hat, mal für eine Episode oder so, da bereitet man sich als Schauspieler immer sehr akribisch vor. Man hat wahnsinnig viel Zeit und man weiß, okay, ich habe diese 3 Drehtage in diesem Monat und da setze ich meine ganze Energie drauf und gehe da nochmal mit einem Coach vielleicht drüber und lasse mich da nochmal ein bisschen schulen und vorbereiten auf den Drehtag. Und wir haben halt teilweise noch nicht mal die Bücher, die wir in anderthalb Wochen anfangen zu drehen jetzt. Und es ist ein wahnsinniges Pensum, was man dann noch zusätzlich zu lernen hat, zu vorbereiten hat, mit den Kollegen abzusprechen hat, vielleicht noch leichte Änderungen, die man hat, weil man das dann doch nicht vielleicht auch hundertprozentig so machen möchte, wie es im Buch steht. Das ist schon, wie gesagt, also es ist wirklich ein Trainingslager. Also ich habe hier wirklich angefangen zu lernen, wie das funktioniert.
Wie darfst du eigentlich deine Rolle, sagen wir mal, vielleicht auch ein bisschen mitgestalten? Gibt es da Möglichkeiten? Hast du da Freiheiten? Voll, absolut. Also es gab natürlich eine Vorstellung oder von der Produzentenseite her oder auch von den Autoren, wie der Charakter sich jetzt benimmt oder verhält oder was der für Texte kriegt oder ist er eher aufmüpfig, ist er eher lustig, ist er aggressiv mal in solchen Sachen. Und das, glaube ich, hat sich jetzt so ein bisschen, also man hat sich so angenähert, glaube ich, so. Also zum einen das, was sie sich ausgedacht haben, oder ich kann natürlich nichts an dem Fall oder an den Strukturen der Folge ändern oder so. Das natürlich nicht. Aber ich kann natürlich sagen, das finde ich jetzt, glaube ich, nicht so gut. Oder vielleicht würde Moritz da so reagieren. Oder gerade wenn es um Texte geht oder so, natürlich kann man die anpassen oder dass man sagt, ich möchte das, kann ich das auch so sagen? Es wird mir ein bisschen besser in den Kram passen oder in den Mund. Das kommt dann ein bisschen spontaner und authentischer rüber. Und ich glaube, ich als Schauspieler habe mir jetzt nicht ausgedacht, ich möchte jetzt einen Moritz Brenner spielen, der so und so ist, sondern ich bin einfach gespannt gewesen mit den Parametern, die mir gegeben wurden, also mit der Familienhistorie, mit der Art und Weise, wie er ermittelt, mit der Art und Weise, wie er denkt. Da zu gucken, dass das so authentisch und nachvollziehbar wie möglich ist, aber auch immer mal Spielraum für Spekulationen ergibt. Also ich glaube, eine Figur ist am spannendsten auch für den Zuschauer, wenn er eben nicht von vornherein weiß, ah, der ist so und so. Sondern dass man eben gerade bei Moritz Brenner war das nur eine gute Vorlage, dass man erstmal so ein bisschen mit krimineller Energie reinstartet, dass man erstmal sich nicht so ganz sicher ist, wo steht denn der eigentlich? Und ist der in jeder Situation wirklich auf der Seite oder gibt es auch die Möglichkeit, dass er auf die andere geht? Und mit diesem Spiel vom moralischen Kompass geht es immer mal weiter. Aber was auf jeden Fall ganz stark da ist, ist auf jeden Fall diese Verbundenheit zu dem Team. Und ich glaube, das ist tatsächlich unter uns Kollegen so, dass wir einen unglaublichen Zusammenhalt haben. Wir vier als Amy, Melanie, Marco und ich, die wir wirklich wie Arsch auf einmal passen. Das kann man wirklich so sagen. Also, es ist wirklich, ich bin da wirklich kollegial sehr ins Glück gefallen. Also auch nach 10 Stunden Drehtag sitzen wir danach noch irgendwo zusammen und trinken noch was und haben natürlich auch noch viel zu besprechen. Wie gesagt, es gibt viel zu reden oder zu klären oder zu ändern. Aber auch privat hängen wir liebend gerne miteinander rum. Das ist, glaube ich, auch selten. Jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich denn eigentlich sagen? Ja, genau. Also an Moritz Brenner ist auf jeden Fall diesem Team sehr, sehr verbunden. Und Ja, genau. das bleibt auf jeden Fall so. Melanie und Marco, das sind ja eigentlich, kann man sagen, die Urgesteine von der Soko Leipzig, ne? Die sind ja von Anfang Sag an das nicht so. dabei. Das hört sich so, das hört sich so an, als wenn die schon so wahnsinnig alt wären. Ja. Nee, es hält ja auch jung, trotz allem. Und ich meine, 20 Jahre, man, das muss man aber auch erstmal Aber es schaffen. geht so schnell vorbei. Also wenn ich mir überhaupt jetzt überlege, ich bin jetzt auch schon 2 Jahre dabei, das ist ein Atemzug. Also ich glaube, das kennt ja jeder auch, dass man denkt, oh mein Gott, jetzt mache ich den Job schon 10 Jahre. Also es geht so schnell. Und gerade bei einer Serie oder bei einem Job, der wirklich ein Traumjob ist, du hast die Möglichkeit, das zu machen, was du machen willst. Du bist mit Kollegen zusammen, die du gut leiden kannst. Du hast immer wieder was Neues zu spielen. Also da vergeht die Zeit im Flug. Ich glaube, deswegen guckt man immer noch gern zu, weil man immer Auf noch alle Lust hat. Fälle. Was mich bei Melanie und Marco wirklich fasziniert, ist, dass sie auch nach 20 Jahren eben immer noch für jede Folge das Beste wollen. Also, dass man immer noch dahinter ist, irgendwie das Beste aus der Szene rauszukriegen. Oder, ah, können wir das nicht so machen? Oder, ah, so stimmt es nicht. Oder vielleicht, also, dass man da nicht in so eine Trägheit verfällt, wie, ja, komm, ist mir eh egal. Ja. Ja, sag deinen Satz und gut ist. So, das habe ich auch schon erlebt am Set. Also, das Ja, gibt klar. es, ganz anders. Das ist wirklich toll hier. Wenn wir uns ein bisschen in die Zukunft schauen, wo wirst du dich oder wo würdest du dich gern mal sehen, in welcher Rolle? Gibt es so Welcher Rolle? einen Charakter, den du gerne mal spielen würdest? Na, also ich mag persönlich, also das ist ja auch auf der Bühne immer, ich war sehr dankbar, dass ich irgendwann von dem Jünglingsrollenfach, sagt man so, also wenn man so anfängt, so mit 23 am Theater spielt man immer so die jungen, stürmerisch-drängerischen Helden, dass man irgendwann in so ein anderes Rollenfach so reingeht, so ein bisschen
bisschen was Fieseres, also von Romeo zu Mercutio fällt so ein bisschen. Und das ist für mich viel reizvoller teilweise. Also, dass man da kann man mehr machen manchmal mit so einer Figur, die ein bisschen fieser ist. So, das hat mir viel Spaß gemacht. Ich durfte auch schon mal so einen Drogenhändler spielen, der mit einem Baseballschläger hinter der jungen Frau her ist. Das hat auch viel Spaß gemacht. Also, ich mag so Rollen, die so ein bisschen zwielichtig und so ein bisschen fies sind, als Ausgleich. Also ich kann das jetzt gar nicht so sagen. Ich bin im Moment noch so, vielleicht weil es immer noch sich so nach Anfang anfühlt, aber ich bin im Moment noch so mit Moritz Brenner beschäftigt und auch noch gar nicht, noch lange nicht gelangweilt davon, weil jede Folge, jede Konstellation, jede Situation, in der er sich befindet, gibt nochmal eine neue Art und Weise zu spielen frei und ja, gibt auch nochmal neue Möglichkeiten für den Charakter. So, und man erfährt, und ich auch, also mir geht es ähnlich wie dem Zuschauer, ich erfahre dann auch noch mal was Neues über die Figur und deswegen bin ich da noch gar nicht so langweilig. Deswegen ist im Moment die Figur, die ich eigentlich am liebsten spielen will, die. Okay. Wie kritisch schaust du dir die Folgen dann an, wenn es dann Ja, ausgestrahlt wird? furchtbar. Furchtbar, furchtbar kritisch. Oder schaltest du lieber gleich ab? Nee, ich gucke es mir schon an, weil ich gucke schon nur. Ich gucke schon sehr selbstkritisch drauf und denke so, ach, das, da hättest du, ja, okay. Oh, das ist ja besser geworden, als ich dachte. So, also es gibt so, ich guck das schon an und wir haben Gott sei Dank die Möglichkeit, die Folgen auch schon vorher zu sehen, ein bisschen. Also wir sehen manchmal schon den Rohschnitt, um auch zu sehen, also weil wir auch teilweise Folgen drehen, die danach erst stattfinden oder vorher stattfinden und dann kriegt man mit den Horizontalen mal so ein bisschen den Bogen nicht mehr so zusammen. Damit man weiß, wo man ist, kriegen wir den Rohschnitt schon vorher und können dann sehen, wie ist das eigentlich geworden, was habe ich da gemacht. Und das war für mich gerade am Anfang ganz essentiell, weil ich meine erste Einstiegsfolge geguckt habe und erstmal ist man geflasht davon, dass man da überhaupt mitspielen darf und dann denkt man aber auch so, ja, das hättest du aber anders machen können. Oder ja, hättest du, guck mal, und da hast du aber was ganz Tolles gedacht, aber man sieht im Gesicht überhaupt nichts. So, also das ist so ganz, deswegen meinte ich das auch immer wieder mit dem Trainingslager. Man hat wirklich die Möglichkeit zu gucken, okay, wenn ich das mache, was passiert dann? Wie wirkt das? Wie spielt das? Man darf da jetzt auch nicht zu eitel werden oder zu selbstkritisch oder so, aber es ist schon so, dass ich es mir angucke und denke, ist es so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe? Und ist es nicht so geworden und warum ist es nicht so geworden? Und berührt mich das, was ich da tue, oder unterhält mich das, oder unterhält mich das nicht? Und meine Frau ist da auch ein ganz guter Spiegel und sagt dann auch so, naja, oder, Ist das sie ist auch vom geworden. Fach oder macht sie ganz was Nee, anderes? gar nicht. Das ist ganz gut. Das ist ganz gut. In vielerlei Hinsicht. Sowohl Ja, auf alle logistisch, Fälle. als auch im Leben. So, das erdet nochmal ganz anders. Wenn nur einer diesen merkwürdigen Job macht, ist das bei uns jedenfalls ganz gut. Und mit drei Kindern das Ganz organisatorisch klar, hinzukriegen. logisch. Wenn da zwei Jobs haben, die so schichtmäßig unterwegs sind. Dann funktioniert es irgendwie nicht, ne? Genau. Es ist auf jeden Fall eine große Herausforderung, würde ich Ja. sagen. Wie du jetzt gerade sagst, hier damit die Folgen anschauen. Ich für mich denke im Nachhinein auch immer mal wieder, Mensch, da hätte man jetzt da noch fragen können oder das wäre vielleicht noch interessant gewesen, aber Ja gut, manchmal muss man es auch gehen lassen. Man muss dann sagen, genau. ja, ist passiert, jetzt ist es so, der Zuschauer wird So es ist vielleicht auch es. gar nicht so merken. Aber ich merke es natürlich oder Ja. ich sehe es, oder so. Klar, wie hat mein Radiomoderator immer gesagt? Das versendet sich. Ja, War auch ein genau, es guter versendet Spruch. sich, Ja, ja. genau. Genau, ja. Das verspielt sich, ist Richtig, auch richtig, am genau. Theater, ja. Das merkt man Gut, ja im Endeffekt. sehr schön. Ja, jetzt würde ich eigentlich fast sagen, lassen wir es mal dabei. Sehr Wir gut. haben einiges erfahren und würde einfach sagen, jetzt dem Zuschauer wünschen wir gute Unterhaltung mit der neuen Folge, Soko oder mit den Ganz viel neuen Spaß. Wir Folgen. sind Genau. gespannt. Wir freuen uns aufs Feedback. Wir haben hart gearbeitet. Genau. Kommt eigentlich viel Feedback so von den Zuschauern? Absolut, ja. Es gibt ja diese sozialen Medien, Ja, die genau. manchmal hilfreich sind, manchmal auch nicht so. Es war für mich auch am Anfang ganz merkwürdig, weil man kommt so, also als Schauspieler denkt man einfach so, ach krass, ich habe diesen Job, ich fange jetzt einfach einen neuen Job an, ich habe hier eine neue Stelle so. Dass es Leute gibt,
die das gar nicht so geil finden, dass man da jetzt mitspielt oder dass der Alte nicht mehr da ist, weil man sich natürlich nach 9 Jahren in Steffen Schröder auch sehr gewöhnt hat oder verliebt hat oder sagt, ah, das ist doch mein Lieblingskommissar gewesen, wieso ist denn da jetzt noch ein Neuer, den kann ich nicht leiden, hau ab, geh weg. Das kann ich total nachvollziehen. Ist natürlich als Schauspieler mit einem sehr, also wenn man gerade so frische anfängt bei sowas, mit einem sehr, ja, ich sage mal, fragilen Selbstwertgefühl, weil man da ja immer ein Stück von sich preisgibt, so, ne? Man öffnet sich, man hofft, dass es gut wird, so, und dann sagen die Leute, ja, tolle Folge, aber wo ist denn Kowalski? Naja, natürlich so, ja, gut, get over it, so. Ne? Genau. Aber muss man auch erstmal hinkommen, dass man sagt, dass man sich das nicht so zu Herzen nimmt. Instagram ist da netter als Facebook. Facebook wird schon ganz schön, da wird schon ganz schön abgehatet manchmal. Muss man mit klarkommen, glaube ich, wenn man jetzt bundesweit läuft. Am Theater hat man danach mit den Zuschauern, wenn es hochkommt, so ein bisschen gesprochen und konnte so ein bisschen das Stück erklären oder das, was man sich da überlegt hat bei Leuten, die es jetzt nicht so cool fanden. Aber hier ist das nochmal eine andere Nummer. Muss man sich ein dickes Fell zulegen. Definitiv, das glaube ich. Ja. Bist du auf den Ja. Social Medias auch aktiv? Wenn ja, wo? Instagram ist so meins, wo ich so ein bisschen rummache, auch wenn es im Moment eigentlich nur noch Reels sind und da bin ich jetzt nicht so dabei. Aber genau, ja, mein Instagram ist so das Einzige, was ich pflege, wo ich so ein bisschen unterwegs bin, wo ich mich austausche und Dinge teile. Ab und zu, wenn ich darf, dann auch setinterner. Wir haben da ja so strenge Auflagen, dass man nicht immer alles, muss man immer gucken, dass das alles nichts verrät und wenn wir da Backstage mal was posten, dass es dann nichts spoilert oder so. Aber genau, Ja. wenn, dann kann man da was Privates oder was von hinter den Kulissen erfahren. Alles klar. Sehr schön. Dann, lieber Johannes, dann herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr Und gerne. sag mal, hoffentlich bis bald. Irgendwann, irgendwo sehen wir uns vielleicht einmal live, wer weiß. Sehr gerne. Und in diesem Sinne, liebe Grüße an die Kollegen und bis Sieht aus. zur nächsten Ausgabe von Promigeflüster.